dem Jungen, Leute. Und? Bleib, jawohl, Freunde. Mehr, gib mir die Schulter. Gemüse, ja, hoch die Hände. Hoch die Hände. Worauf freuen Sie sich besonders? Ich freue mich auf meine Magazine-Lounge-Party am Donnerstag. Ich habe ein neues Modemagazin, das Shit Paper, und das kommt am Donnerstag raus. Und da sind wir ganz aufgeregt. Wir haben die letzten zwei Monate daran gearbeitet. Das ist die Erstausgabe und Donnerstag ist das Event dazu. Und ich bin sehr aufgeregt. Ja. Wie wichtig ist denn Mode für Sie? Sehr wichtig. Also nicht in dem Sinn, dass ich wichtig finde, was man anhat oder was manche Leute tragen. Für mich ist es so wichtig, weil es mein Lebensinhalt ist. Es macht mir so Spaß. Es ist mein großes Hobby, was ich habe. Ich liebe Klamotten. Ich liebe Klamotten einkaufen. Ich bin meine eigene Barbie. Also für mich ist es einfach das größte Hobby, der größte Spaß, den es gibt. Also ich habe meinen Spaß zum Beruf gemacht. Was war denn Ihre schlimmste Modesünde? Schlimmste Modesünde? Ich finde gar nichts. Also wenn ich Leute würden sagen, ey, letzte Woche. Ich bin so, nein, ich mag alles sehr gerne. Wenn du es einmal cool gefunden hast, dann darfst du es nicht bereuen, weil du hast es ja irgendwann cool gefunden. Und da soll man auch zu stehen. Egal, was man getan hat in seinem Leben. Wenn man es getan hat, dann für einen Grund und dann, ja, steht man dazu. Das geht bei Männern überhaupt nicht? Bei Männern, ich finde too much style. Also ich mag Männer, die so ein bisschen rockiger sind, die so ein bisschen abgefuckter aussehen, die so real Rockstar aussehen. Das finde ich cool. Wenn ein Mann aussieht, als ob der sich zu lange Gedanken gemacht hat, finde ich es nicht sexy. Also dann zu viel des Style geht nicht. Wie muss denn ein Mann sein, um ihr Herz zu erobern? Witzig. Auf jeden Fall witzig. Also ich mag Männer, die mich zum Lachen bringen können. Ich mag Männer, die irgendwie frei sind und lustig sind, spontan sind, Bock haben, wenn ich sage, ey, lass uns morgen nach Paris fahren, wir fahren einfach hin. Und die sagen ja und nicht, oh, lass uns erstmal überlegen und erstmal planen. Ich hasse Leute, die planen. Also spontan und witzig. Und sind Sie schon wieder neu vergeben? Nein, natürlich nicht. Ich bin immer noch Single und auch die Fashion Week endlich Single. Und es macht immer mehr Spaß, wenn man auf der Fashion Week Single ist, weil man niemanden abends vermisst. Ich hasse das immer so, wenn ein Paar ist, einer geht immer aus, der andere vielleicht nicht. Ich gehe eher früh nach Hause, weil ich früh zu den Shows muss. Und liegt man im Bett manchmal und denkt sich, oh, schade, dass er nicht da ist. Und jetzt bin ich eh allein. Muss ich niemanden vermissen. Yeah. Was sind denn noch Ihre Pläne für den Sommer? Pläne für den Sommer? Auf jeden Fall in Urlaub fahren. Ich will irgendwie nach Ibiza wieder zurück. Ich war erst vor 3 Tagen auf Ibiza. Ich will da wieder hin zurück. Nach Mallorca auf jeden Fall. Finde ich ganz toll. Istanbul wollte ich fahren. Und Athen oder Mykonos. Also ich will eigentlich so alle 3 Tage woanders. Den ganzen August. Wenn das geht mit der Arbeit. Hoffentlich. Dankeschön. Vielen Dank euch auch noch. Viel Spaß. Danke.